Und damit hallo und herzlich willkommen bei Let's Play World of Warcraft. Der steinige Weg zu 90, vielen Dank für den Kuss. Hallo! Nicht mehr alleine, sondern mit Susi. Let's Play alleine heute. Let's Play alleine, ja. Let's Play alleine. Ach. Und der Glühwurm, den habt ihr auch gerade gehört, der ist auch dabei. Hallo! Und wir verlassen nun den Immersangwald und gehen in die Geisterlande. Jawohl. Über die trennt, Brücke. Uns trennt nur diese Brücke. Und pass vor den Trollen auf, die unter der Brücke lauern könnten. Trollen, Brücke. Lol. So, und wir brauchen hier direkt von diesen schönen Fledermäusen. Ich bin Batman. Blutproben. Jo, läuft. Sind wir nämlich direkt hier am Questen, wo wir schon über die Brücke sind. Quasi. Ja, wobei wir brauchen generell von den Tieren gerade Blutproben und müssen die zurückbringen zu der einen Dame da vorne. Eine Blutprobe habe ich schon mal. Ah, du bist wieder so still. Ja. Wieder ganz konzentriert hier auf das Gameplay. Ich hätte jetzt gesagt, ich rede nicht mehr mit dir, aber nee. Warum? Genau, deswegen. Warum? Aber warum? Was habe ich getan? Nein, du hast nichts gesagt. Na dann. Das hat gerade gepasst. Würde ich jetzt aber auch gerne wissen wollen, was hat der verbrochen? Nein. Nein, weil es gerade gepasst hätte. Genau. Ja. Wissens, weil ich nicht zum Angreifen komme, weil du ja immer sofort alles platt machst. Das ist halt der Vor- bzw. Nachteil, hatten wir gerade schon. Yep. Aber in Instanzen wird das noch heftiger, ne? Das sage ich dir gleich, weil dann vier Leute auf einen gleichzeitig draufhüpfen. Boah, da kann ich mich ja entspannt zurücklegen. Eigentlich schon, ja. Außer bei Bossen, weil dann dauert der Kampf ja immer ein bisschen was länger. Und da hast du dann auch was davon. So, einen brauche ich noch. Kann ich dann wieder so viel, dass ich dann sterbe? Ach, ja. Das kann passieren. Ich habe gerade 144 Schaden gemacht, krass. Das in diesem Levelbereich. Atemberaubend. So, du brauchst noch mit eine. Mit einem Standardangriff oder mit einem Spellangriff? Mit meinem Begleiter. Ich habe gesagt, das soll mal einmal Fass machen. Und hat's Fass gemacht und dann hat er so viel Schaden reingehauen. So, ich hoffe, du hast dann jetzt die Blutproben. Boah, 245 Schaden. Einen noch. Guck mal, ob hier eine bei war. Ich habe gerade noch eine getötet. So. Ja gut. Alles jetzt klar. Hab ich's. Dann können wir schwimmen oder Brücke? Ich schwimme jetzt. Ja. Weil hier vorne müssen wir die Quest ja auch direkt wieder abgeben und dann denke ich mal, schickt sie uns zum ersten Quest-Hub. Also ein Hub ist in dem Falle, Quest-Hub ist in dem Falle ja eine Stadt oder ein Lager, wo es ganz viele Quests halt gibt. So ein Knotenpunkt. So, da kriegst du die verseuchten Blut. Was? Wieso steht der auf einmal auf? Ist untot. Wo bin ich? Wuhu. Ich bin zu schwach. Ich kann nicht mehr weiter. Ich trage eine finstere Warnung vom Lord Regenten Theron bei mir. Einen Brief, um genau zu sein. Ihr müsst ihn für mich überbringen. Bringt ihn zu Arcanist Wandrel in Tristessa. Die Stadt liegt weiter im Süden entlang dieser Straße. Geht dorthin und findet Wandrel. Questziel? Bringt den Brief aus Silvermoon zu Arcanist Wandrel in Trentessa. Ja gut, das hat man schon. In den Geistern. Genau, und da fällt er wieder um. Da ist er direkt wieder umgefallen. Er hat ja erst gesagt, er ist halt zu schwach, ne? Wo bin ich? Genau. Ihr geht erstmal nirgendwo mehr hin, Schätzchen. Nicht, bevor ich euch wieder vollendest erholt habt. Gut. Hilfe! Was? Wieso Hilfe? Na. Glivo, du bist doch auf Schutz geskillt, ne? Ja. Alles klar, das wollte ich nur wissen. Dankeschön. Problem. Na, wegen Tank. Dass ich helfen kann. Wegen Tanken nachher dann in der Inni. Naja, das ist mir klar, dass du darauf hinaus wolltest.
Hä? Ja, weil dann werde ich nämlich auch so ein bisschen versuchen, aus Sicht des Tanks dir so ein paar Sachen und Tricks und Kniffe beizubringen. Ja. Halt so ein bisschen Hilfestellung sozusagen zu geben. Ey, sag mal gleich, ich habe schon einige Instanzen mit meinem anderen Char gemacht. Das geht ja gar nicht. Aber Flammenschlund nicht, den kennst du noch nicht. Den gibt's nur für die Hordler. Glaube ich. Es sei denn, das haben sie geändert. Hier kannst du ein Quest beenden, kriegst du gratis Erfahrungspunkte für nichts tun. Oh. Ja gut, das andere brauchen wir nicht annehmen. Das ist hier, das ist halt immer noch von dem Event. Oh, ups. Habe ich angenommen. Naja, passt schon. Ah, ist ja nicht schlimm. Kannst du ja auch dann abgeben. Hier haben wir den. Ah, da haben wir den Wandrill. Lieber Wandrill, hier ist dein Brief aus Silbermond. Gib mir die Belohnung. Sofort, jetzt auf der Stelle. So, da habe ich auch. Da habe ich auch wieder neue Armschienen bekommen. Die werde ich direkt mal anlegen, weil ich noch keine Armschiene anhab. Und der hat ein neues für uns. Mhm, habe ich auch direkt angenommen. Denn? Mit Hochexecutor Marvin in Tristessa in den Geisterlanden. Na gut. Gut. Dann machen wir das mal. Mal sehen, was der uns so erzählt. Siehst du jetzt hier das grüne Ausrufezeichen? Oh. Hier? Ja, sehe ich. Wenn du immer so eins siehst, immer anklicken, da kriegt man einen Flugpunkt. Dann kannst du nämlich hier hinfliegen. Neue Flugroute entdeckt. Gut. Sehr schön. So, und hier vorne können wir es direkt abgeben im Häuslein. Beim Hexen Dr. Marvren. Ach ja, das hätte auch wieder alleine laufen können. Ja, ne? Das denkt man sich immer. So. Rückkehr von einem. Ja? Jetzt sollen wir wieder zu dem hinrennen. Alter. Anstatt die beiden aufeinander zurennen, sich in der Mitte treffen, das bereden. Nein, wir müssen jetzt wieder zurückrennen. Erst hin, dann zurück, Alter. Er ist halt verlassen. Das ist halt das typische MMO-Prinzip. Renn dahin, renn dorthin, sprich mit dem, töte das 20.000 Mal. Und dafür haben wir jetzt schon die erste. Eine rubische Wachen töten, okay. Genau, und dann nehmen wir erstmal alles an, was hier in der Stadt so ist. Ach, jetzt darf ich, okay. Was jetzt? Boah. Genau, erstmal alles annehmen. Und dann gucke ich mal auf die Karte und dann plane ich mal unsere Route. Ja, TomTom am Start, ne? Ja, natürlich. Hätte ich mich umbenennen müssen, echt. Boah, 2500 Erfahrung gibt es. Boah. Ah, die Quest. Faulbeins Kopf und Faul. Das TomTom Navigationsgerät. Wir müssen Faulbeins und Lutzrans Kopf finden oder beziehungsweise bringen. Und ich sag dir nur, die Quest war früher eine Gruppenquest. Zu fünft musste man die machen damals. Mittlerweile kann man die alleine machen. Ja, das war's mit den Quests, ne? Ja, ich guck bis gerade, ich glaube, die neuen hier ist noch eine. Gut aus. Noch eine gefunden. Noch eine gefunden? Den Tafel. Warte, wo? Da. Genau. Der Apotheker Renziten. Der Apotheker. TomTom plant die Route als erstes nach rechts. Neue Route wird berechnet. Ihre Route wurde berechnet. Laufen Sie 150 Meter geradeaus. Sprich, wir laufen jetzt ein Stück zurück. Sobald die Weggabelung kommt, gehen wir rechts und töten als erstes an der Sonnenkuppe die nerubischen Wachen. Okay. Genau. Sehr schön. Die Gruppenquest machen wir nämlich erst später, weil die rot ist. Mhm. Empfohlene Spieleranzahl 3, sagt er sogar. Und rote Quests bedeutet immer, die sind halt zu hoch vom Level her. Okay.
Also du kannst dir das ungefähr dann so merken, wenn die Quests gelb sind, sind die perfekt für dich. Sind sie grün, sind sie ein bisschen unten, bist du ein bisschen zu hoch im Level und die Quest halt drunter. Sind sie grau, kannst du sie quasi aus dem Questlog schon längst entfernen, weil die nichts mehr groß an EP dir geben. Sind sie orange, dann kriegst du sie gerade eben noch hin. Und sind sie rot, dann solltest du auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Oh, welche ist jetzt bei TomTom dir? TomTom hat sich verrechnet. Bitte zurück. Bitte wenden. Bitte wenden. Weil ich auf die Karte geguckt habe, habe ich nicht gesehen, dass wir schon... Welche ist denn bei dir jetzt rot? Welche genau? Faulbeins Kopf und Luzaren. Luzran, so. Gesucht, Faulbein und Luzran. Bei mir orange. Orange? Aber du bist doch auf demselben Level. Sucht vor, also die ist nicht rot. Ach, du meinst die Ziffer vorne so ein bisschen hinterlegt so. Okay. Ne, generell, das ist auch komplett in roter Schrift bei mir. Nö, bei mir nicht. Bei mir ist es in rot. Wieso hast du es in orange? Wir sind auf demselben Level. Keine Ahnung. Naja, dann können wir sie ja trotzdem nachher nochmal versuchen. Und der Klassen? Was? Ja, normalerweise nicht. Aber naja, wir können es ja trotzdem gleich mal versuchen. Da war jetzt gerade ein Leck. Ich schütte mir gerade mal was zu trinken ein. Und dann trinkt er auch gleich noch. Sehr laut. Das war beabsichtigt. Aha. Ein sterbenden Blutelfen. Dann nehmen wir doch mal die Quest direkt an, weil die ist nämlich direkt hier. Empfohlene Spieleranzahl 2. Ihr seid. Steht übrigens unten bei Questziele immer bei, welche Spieleranzahl man braucht. Ja. Da gibt es sogar eine schöne Hose für mich. Und eine schöne, glaube ich, für dich, wenn die besser ist. So, dann müssen wir Anok Suten töten. Und diese Spinnen. Boah, ich hasse Spinnen. Ach komm. Ja, die Niruba gehen noch. Die sind doch putzig. Ja, die Niruba, die gehen noch. Die sind nicht so schlimm. Ich muss näher ran. So. Wow, das ging schnell. Ja, du hast wahrscheinlich irgendwas mit 100 Schaden gemacht und ich habe gerade auch nochmal 200. Und da er nur 300 Leben hat. Ja, kackt dir voll an. Ja, der fällt einfach in sich zusammen. Ja, hier, das wurde, wie man sieht, alles übernommen von den Nerubern. Das war eigentlich auch mal eine blutelfische Stadt. Oder ja, was heißt Stadt? Halt ein Außenposten, ne? Stadt kann man ja nicht wirklich sagen. Dafür ist es ein bisschen zu klein. Oh, da kommt sogar schon der Boss, den wir brauchen. Und du hast ihn direkt gepullt. Was? Ja, das ist der Große. What? Der ist Elite. Der hat 1000 Leben. Mach aber erstmal den Kleinen kaputt. Man macht immer erst die Kleinen kaputt und geht dann auf den Boss. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Töte das, was dich töten will. Also was dir Schaden macht. Also alles. Richtig. So, ja, die da haben wir direkt den Boss. Also, mein letzter Angriff. Problematisch wird das dann bei den Bossen, die immer neue Viecher spawnen. Ja, da gibt es dann aber auch Taktiken, wie man das am besten angeht, ne? Genau. Eben. Das werdet ihr später auch. Ja, genau, da hast du ja auch schon eine Vorab-Video vom gesehen, wie das funktioniert. Genau. Einmal von mir und einmal von jemand anders. Wobei, bei dem anderen wollte ich eigentlich nicht auf die Taktik eingehen, sondern eigentlich eher auf die Unübersichtlichkeit, die hinterher herrschen kann. So, einen brauchen wir noch. Yep. Und ich hol direkt zwei. Sehr gut. Was denn? Ihr seid doch zwei. Ja. Eins für jeden. So, dann haben wir die beiden Quests nämlich schon fertig. TomTom sagt... Bitte wenden. Und dann würde ich sagen, holen wir die Vorräte, dann gehen wir zu den Murlocs. Von da aus versuchen wir uns mal nach Nach Faulbein durchzuschlagen. Huch. Ja, ist ja gut.
Wo bist du? Oh, ich sehe gar nichts. Ich habe hier gerade zwei Viecher gepult und sehe nichts, weil ich durchs Gras laufe. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich helfe dir kurz. Sag mal, dreh dich doch mal um. Ja, du spielst bestimmt. Spielst du mit der Maus? Oh, ich sehe nichts. Spielst du mit der Maus oder spielst du mit dem Pad? Nee, mit dem Pad, aber durch das Gras habe ich nichts mehr gesehen. Aber, kleiner Tipp, Rechtsklick mit dem Pad, ja, und dann mit dem Pad sich halt umdrehen, dann drehst du dich schneller. Ja. Etwas schneller, als würdest du jetzt die Tasten nehmen. Ja, das stimmt. Wenn du dann jetzt natürlich noch Maus hast, dann kannst du sowas Schönes hier machen. Ja. Dann geht's noch schneller. Oh, und da vorne ist Erz. Ah, mit dem Pad kann ich aber nicht spielen. Ja. Warum nimmst du denn nicht deine Maus dazu? Ja, hab ich. Ah, okay. Ja, und da geht's genauso mit dem Rechtsklick. Dann kannst du dich viel schneller drehen. Ja. Wie gesagt, das war eher das Problem, dass ich dieses komische Gras nichts gesehen habe. Ja. Deswegen hab ich jetzt mal ein bisschen meine Ansicht geändert. Mal eben schnell das Erz abgebaut. Yep. So. Ja, wahrscheinlich kriegen wir in der Aufnahmesession sogar noch den Flammenschlund hin. Okay. Wenn TomTom sich nicht wieder verrechnen würde. Böses TomTom. Oh. Ich hab da ein Vieh an der. Wolfgang, mach es fertig. Danke, Wolfgang. 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 Den nächsten Namen könnt ihr euch ja aussuchen fürs nächste Begleiter. Haustier oder Tier. Mein nächstes Pet. Könnt ihr ja jetzt schon mal die Kommentare reinschreiben, den Namen. Denn? Genau. Und ich werde dann mal gucken, was halt am meisten genannt wurde. Wenn da was doppelt genannt wurde. Ansonsten werde ich einen davon aussuchen und dann machen wir das jetzt immer so mit dem Begleiter. Weil ich weiß jetzt schon, dass ich den auch nicht sehr lange haben werde, hier dieses Pet, den Wolfgang. Oh. Macht Wolfgang ganz traurig. Ja, Wolfgang geht dann in den Stall. Nein, der geht in den Stall. Der geht in den Stall, ja, ein Jäger hat einen Stall, da kann der bis zu, ich glaube, 20 Pets unterbringen und dann halt immer hin und her rotieren. Also wir kriegen auch irgendwann mal wieder den Wolfgang dann zu Gesicht. Erz. Erz. Ja, daran musst du dich gewöhnen. Ich nehme alles Erz mit, was ich kriegen kann. Geh weg. Du stehst zwischen mir und meinem Erz. Hau ab. Da kenne ich keine Gnade. Erz ist wichtig. Wo ist das Erz? Wo ist das Erz? Es wird mir auf der Karte hier angezeigt. Über dir? Unter dir? Ja, ich guck gerade. Ich sehe es jetzt auch. Was ist das hier? Manchmal ist es auch... Ah, hier, im Wasserfall. Ich habe auf der Minimap auch gerade schon wieder den Kopf... ...geleckt. Oh. Du warst kurz mal weg. Ja, du hast kurz geleckt und dann warst du kurz weg. Aber du hast eine Kupferader entdeckt, habe ich gehört. Ja, genau. Legge ich. Und Wolfgang kommt mit. Ja. Ja, Wolfgang. Der Wolfgang, der ist netter. Der ist netter. Das ist ein netter. Der macht nichts, das ist ein netter. Der tut nichts, der will nur spielen. Und zerfleischt erstmal alle. Oh, Erz. Der will nur spielen. Zerfleisch. Da ist wieder Erz. Oh, ich komme vom Kurs ab. TomTom kommt vom Kurs ab. Ich wollte gerade sagen, wollen wir. Ja, sonst nicht so, ne? Oh. Nächste Erzader ist rechts. Leitung. Ja, ich werde jetzt... In der Zwischenzeit würde ich einfach hier noch ein bisschen was. Ja, und jetzt können wir halt geradewegs weiterlaufen. Kupfer. Jetzt, wo ich hier gerade mal so ein Viechblatt mache. Ja, danach halt. Ach, der mag. Ja, was soll ich sonst machen? Jetzt haut das Vieh einfach ab. Hat die Schnauze voll oder was? Ja, die versuchen dann Verstärkung zu rufen.
Wenn sie abhauen, versuchen sie Verstärkung zu rufen. Aber meist ist man ja selber schneller noch. Verkauft. Außer in Instanzen, da ist das immer so ein bisschen tricky. Weil da achtet die ganze Gruppe dann nicht darauf, wenn einer wegrennt, dann kommt meistens noch ein zweiter dazu. Ja, und jetzt töten wir hier gerade ein paar Nachtelfen, die hier das Gebiet übernommen haben, neben der Geißel. Weil sie versuchen, Silbermond zurückzuerobern, mehr oder weniger. Weil man muss wissen, die Blut- und Nachtelfen sind eigentlich Verwandte, wenn man so will. Ach. Beide stammen von den Hochelfen ab. Nur, dass die Nachtelfen sich mit der Natur eingelassen haben und die Blutelfen mit der Magie. Mit der Natur eingelassen, na sowas. Ihr mögt doch Bäume, oder nicht? Ja. Hörte sich sehr überzeugend an. Naja, ich habe jetzt nur überlegt, weil wir haben ja vorhin Bäume getötet, ne? Genau. Ich weiß. Nein, an für sich Bäume, Bäumfreunde hier. Natürlich.